Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Abrechnung von Sachbezügen im Rahmen der Personalverrechnung gehen. Zunächst sollten wir einmal klären, was Sachbezüge überhaupt sind. Sachbezüge sind sogenannte Naturallöhne. Das heißt, hier fließt kein Geld. Es ist nur dem Mitarbeiter erlaubt, eben einen Firmen-Pkw beispielsweise oder einen Garagenparkplatz, der der Firma gehört, privat auch zu nutzen. Weitere Beispiele sind die Benutzung einer Firmenwohnung, aber auch Mitarbeiterrabatte auf Waren oder Dienstleistungen. Wichtig zu wissen, Sachbezüge sind sozialversicherungs- und lohnsteuerpflichtig. Schauen wir uns das Ganze anhand eines Beispiels einmal genauer an. Wir haben hier einen Angestellten mit einem Gehalt von 3040 Euro und einem Sachbezug Pkw von 480 Euro pro Monat. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt diese 480 Euro nicht ausbezahlt, aber der Wert der Nutzung des PKWs, der beläuft sich auf monatlich 480 Euro. Der Mitarbeiter hat keine Kinder und ist eben nicht berechtigt, den Alleinverdienerabsetzbetrag sich abzuziehen. Beginnen wir mit dem Bruttogehalt von 1040 Euro und im ersten Schritt müssen wir uns zunächst einmal die Sozialversicherung berechnen. Wir wissen, wir gehen wieder aus von dem Bruttogehalt von 3040 Euro und müssen jetzt diesen Sachbezug Pkw, den 3040 Euro, hinzurechnen. Das heißt, wir haben es jetzt hier zu tun mit einer erhöhten Sozialversicherungsbemessungsgrundlage von 3520 Euro. Und hier wird jetzt gerechnet mal 18,12%, das ist der in Österreich gültige Satz zur Sozialversicherung für Arbeit und Angestellte. Und wir kommen auf eine Sozialversicherung von 637,82 Euro. Schauen wir uns das Ganze bei der Lohnsteuer an. Wir gehen wieder vom Bruttogehalt von 3040 Euro aus und rechnen jetzt wiederum diesen Sachbezug von 480 Euro der Lohnsteuerbemessungsgrundlage hinzu. Wir dürfen natürlich, wie schon in anderen Beispielen erwähnt, die Sozialversicherung hier abziehen. In unserem vereinfachten Beispiel haben wir keine anderen Abzüge, wie beispielsweise einem Freibetrag oder einem Gewerkschaftsbeitrag, sodass wir hier schon bei der Lohnsteuerbemessungsgrundlage angekommen sind, die hier in diesem Beispiel 2882,18 Euro beträgt. Wie geht es weiter? Anhand der Effektivtarif-Monats-Lohnsteuertabelle können wir uns jetzt den Betrag der Lohnsteuer ausrechnen. Mit unserem Betrag von 2882 Euro sind wir eben in dieser Zeile. Das heißt, unser Mitarbeiter verdient eben zwischen 2599,34 und 5016 Euro. Und somit beläuft sich der sogenannte Grenzsteuersatz auf 42% und die Lohnsteuer damit auf 1210,52 Euro. Allerdings darf man von diesem Betrag den sogenannten Abzugsbetrag abziehen. Unser Mitarbeiter hier ohne AVAB, somit müssen wir uns diesen Betrag hier nehmen, das heißt in derselben Zeile die 600,05, den wir abziehen dürfen. Hätte er den Alleinverdiener-Absetzbetrag in Anspruch nehmen können und auch das ein oder andere Kind, dann würde dieser Abzugsbetrag hier noch höher ausfallen. Nach Abzug dieses Abzugsbetrags beträgt die Lohnsteuer nur mehr 610,47 Euro. Und wenn wir jetzt diese Rechnung komplettieren, das heißt die 3040 Euro minus der Sozialversicherung minus der Lohnsteuer, dann kommen wir auf einen Auszahlungsbetrag von
1791,71 Euro. Was ist noch wichtig im Bereich der Sachbezüge? Ist ein Sachbezug PKW vorhanden, wie es in unserem Beispiel der Fall ist, dann heißt es ja nichts anderes, dass der Mitarbeiter seine Fahrten von der Wohnung, von seiner Wohnung bis eben zur Arbeitsstätte mit dem Firmen-PKW bestreitet. Das heißt, er ist damit auch nicht berechtigt, das Pendlerpauschale in Anspruch zu nehmen, und natürlich auch ist der Pendler-Euro damit verbunden. Das heißt, für jemanden, der einen Sachbezug PKW genießt, für den gibt es kein Pendlerpauschale und auch keinen Pendler-Euro, den er dann in Abzug bringen könnte. Ja, so viel zum Thema Sachbezüge im Bereich der Sozialversicherung, im Bereich der Personalverrechnung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Video.